So Leute, da bin ich wieder und es geht weiter mit Zelda The Ocarina of Time. Oder auch ohne dass keine Ahnung, ich meine, im Titel steht The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich habe rausgefunden, warum ich eben... Was sagt Navi jetzt eigentlich? Navi wird gerade was von mir... ich will nicht so dumm Nüsse werfen. Ja, stimmt, ich sollte vielleicht hinter mal auf dieser Salia hin. Naja, es ist jedenfalls so, dass ich herausgefunden habe, warum ich eben keine Kantenglättung hatte. Und zwar, ich habe das Catalyst Control Center bei mir nicht mit dem Auto im Autostart. Und dadurch habe ich eben vergessen, das zu starten. Und das Anti-Aliasing habe ich da ja extra eingestellt. Ist übrigens 16-faches Super-Sampling. Deswegen haben wir auch so wunderschön glatte Kanten. Also können die ganz nah rangehen. Wie ihr seht, jetzt erstmal an Link und auch hier überhaupt keine Treppenstufen zu erkennen. Also hier sind sie sowieso nicht, weil die in der Textur nicht mit drin sind. Aber ich meine mit Treppenstufen natürlich so stufige Kanten. Und wir haben hier super tolle, saubere Kanten. Ach Mensch, wir müssen ja immer noch diese Hühner einsammeln. Und das ist etwas blöd mit der Steuerung. Weil wenn wir das Huhn zu oft schlagen, passiert früher oder später was ganz Dummes, dann greifen uns nämlich alle Hühner auf einmal an. Oh, ich darf so einen Huhn nicht mal betäuben. Mit dieser Nuss. Na toll, jetzt wäre seine Freunde. Und... Na komm. Wir starten eh wieder da hinten. Aber ich weiß gar nicht, wie man die Hühner vernünftig packen soll, weil er sofort losschlägt. Ich glaube, ich habe eine Idee. Das fällt mir aber gerade erst ein. Ich könnte doch das Schwert entausrüsten. Oder wie man das nennen soll. Oder entrüsten. Genau, ich könnte das Schwert entrüsten. Da kann er nämlich gar nicht erst losschlagen. Ich glaube, das ist eine Bombenidee. Ja, oder was? Es geht gar nicht. Nein, will ich gerade nicht. Nee, geht nicht. Oh, ich glaube, mir ist was ganz Dummes passiert. Das war ja die A-Taste. Ich glaube, mit der A-Taste kann ich es nochmal greifen. Da schlägt er gar nicht um sich. Okay, das ist jetzt peinlich. Nee, das ist ein wenig blöd, wenn man mit einem anderen Controller spielt. Der ist zwar besser als der N64-Controller, also er liegt besser in der Hand und was weiß ich nicht, was all die Tasten sind nun mal nicht gleich. Ich wette, ich kann es jetzt normal packen. Jo. Das war jetzt peinlich, ich habe einfach nur die falsche Taste gedrückt. Oh, ich kann damit fliegen, nicht schlecht.
Und jetzt wird es ganz einfach. Ja, wie komme ich denn hier hoch? Ach, will gar nicht heraus. Ach, das ist der Friedhof. Nee, da will ich noch gar nicht hin. Da oben kann ich auch nicht her. Gucken wir, ob wir hier durch können. Nee, hier ist nur ein Laden aus da. Na doch. Kann ich mir klauen. Ja, der Laden ist ja leer von dem. Wahrscheinlich wurde bei dem geklaut. Kann ich auch nicht schieben. Ah, wie komme ich bloß her? Was soll das Fragezeichen, was da eingeblendet wurde? Kann ich hier nicht hier hochklettern? Ach so. Ich dachte, da könnte ich auch ein Lied nachspielen, aber da spiele ich selber ein Lied. Nee, das will ich ja nicht. Aber wie soll ich bloß hier hochkommen? Ja, was will Navi hier? Ach, nach oben habe ich gesagt. Ja. Ja, wie komme ich zu dem Hinterausgang? Ich muss hier runter. Aber da geht's ja auch nicht her. Ja.
Was sagt mir denn die Wache hier eigentlich? Was will der? Warte, dann kann ich dem noch das Lied vorjallern. Nee, so ging das. Vielleicht mit dem Brief. Aber spiele ich dem das mal direkt vor. Vielleicht muss ich den dabei angucken. Ja, jetzt habe ich mir das Lied vorgespielt. Dann mach mal auf. Hey, wie soll ich das machen? Ja, jetzt habe ich doch meine königliche Erlaubnis. Ich muss wieder durchkommen. Weil das heißt, wenn ich das Lied spiele, ist das meine königliche Erlaubnis. Verstehe ich jetzt auch nicht, was das soll. Noch mal gucken. Okay, da ist ein Loch in der Erde. Guck mal, wo noch eins ist. Ja, okay, das ist. Ach nein, will ich doch gar nicht. Ich will nach oben gucken. Nicht nach oben gucken, ich will mich umgucken. Aber dafür muss ich ja den Stick nach oben drücken. Okay. Ja, bloß wie ich da hochkomme, das ist die Frage. Nein, spiel mal Spielstand nicht sicher an. Oh, hat mich ein halbes Herz gekostet. Ach, nicht! Hier. Ach, das ist ein bisschen blöd mit dem Stick statt den C-Tasten. Was haben wir denn hier noch? Ich habe eine königliche Erlaubnis. Achso, der Brief ist auch eine königliche Erlaubnis, ja. Geht anscheinend doch. Ich muss den direkt anwählen. Da muss der Fall drüber sein und dann...
Und nur dann geht das auch. Habe ich schon mir schon gekauft, das Schild. Ja. Okay, diesmal billiger bekommen. Ja, mache ich. Ja, mache ich schon. Wenn ich mal in Hyrule bin und der Laden noch offen hat. Oh, ich hoffe, gleich kommt ein schöner Dungeon. Etwas genau erzählen. Also so kann ich nicht angreifen, vielleicht. Aber das tut man ja auch nicht. Keine Ahnung, was das soll. Lesen. Ja, da komme ich auch gar nicht ran in die Höhle. Ich glaube, da fehlen noch die Items zu. Ich bin gerade am Trinken, deswegen hat es auch gerade so geraschelt am Mikro. Beziehungsweise in euren Lautsprechern. Okay, von den Viechern gibt es mehrere, was auch immer das sein soll. Okay.
Todeskrater. Ach du Steinal. Okay, nee, hier muss ich hoch. Was haben wir denn hier? Der ist aber größer als die anderen. Ui, wollte ich eigentlich lesen. Na. Steam bitte respawned. Nee, der kann das noch nicht sehen. Wie auch immer. Das Schild kann ich ja gleich noch lesen, das wird ja gleich respawned. Ah, hier bin ich hoch. Ich glaube, unter dem Stein noch was ist. Ich kann ein paar Herzen gebrauchen. Goronia, Stadt der Gorone. Oh, der kann sprechen. Stück Stein für die. Ach, nicht die Blöde. Wenn ich flöte, diesen Brief da. Will ich jetzt gerade nicht öffnen. Wo müssen wir denn hier hin? Also zerstören können wir die nicht. Ja, die Höhle ist dann die da, wo eben der Stein vor war. War ja, stand ja auch Höhle von diesem Namen. Schon vergessen. Oh, scheiße. Ja, auch. Wir rollen mich erstmal. Auch gut, ein Viertelherz geht ja noch. Muss ich jetzt erstmal hin. Okay. Ich musste mit einer Donnerblume stoppen. Ich bitte, eine Donnerblume ist das, was ich nicht ziehen konnte. Und das ist dieser Hot irgendwas. Und wenn ich dann so eine Blume auf den schmeiße, ja, wenn ich die irgendwann mal aus dem Boden ziehen kann, dann werde ich dafür belohnt. Fertig für. Ja, ich will nicht. Bitte. Warte, ich versuche es nochmal, weil ich brauche da, glaube ich, bestimmt gibt es wie eine Linktour Pass solche Stärke an. Schuhe, werde ich schon. Wo muss ich überhaupt hin? Er ist nicht weit von dir, der Wald, ne? Ah, ja.
Sag ich doch, Donnerblumen ist das Einzige, was hier wächst. Okay, ja. Ich brauche... Er hat irgendwo einen Stab versteckt. Wir brauchen Stäbe, weil hier ist ein Fackelrätsel. Ja, da bin ich. Bringt das schon mal was, wenn ich die mit dem Wisch zeige? Nee. Ich kann die auch echt nicht entfernen, oder? Ich fletsch da mal einfach mal so Spaß drauf. Nee. Nee, nee. Hab ich nicht irgendwo noch Dekustäbe? Nein, und ich muss den einzigen Dekostab finden, den der hier irgendwo versteckt hat. Na toll. Ach, da ruhen ja, ist der, der sich mehr. Okay. Ich denke mal, ich muss die hier einfach nur ein Fackelrätsel lösen. Ja, müssen wir nur wissen, wo der Runjaskammer ist. Wo gibt's was zu lesen? Ja, vielleicht spiele ich den die Erkennungsmelodie vor. Nee, warte, so. Weil das müsste der doch auch erkennen. Ha, sag ich doch. Ja, hier ist Feuer. Mal gucken, ob hier ein Stab ist. Ach, sag ich doch, hier ist ein Stab. Alles, was wir brauchen. Also noch ist das Spiel ja herrlich einfach. Was willst du denn? Ah, okay. Dann werden wir den erstmal vorher machen. Vielleicht zählt er dann etwas mehr auf uns, wenn er sieht, was wir für große Taten für sein Volk verbringen können. Aktion steht da. Ich glaube, den Speer kann ich mir nehmen. Oder? Kann ich mir den Speer aus der Wand ziehen?
Wann steht da wieder Aktion? Nee, geht gar nicht. Ah, da steht Aktion. Was hat er denn jetzt gemacht? Er hat einmal kurz Wup gemacht und das war's. Aktion. Okay. Das kann ich gleich verschieben. Da ist mir der Fettsack weg ist. Und ich denke mal, dafür muss ich Feuer machen. Ah, wo mache ich denn hier nochmal Feuer? Zack. So, was will ich jetzt erstmal sagen, was ich da gerade gemacht habe? Ah, ich dachte immer noch, obwohl ich Feuer gemacht habe. Yo. Nee, ich glaube, wir müssen da drauf springen, aber so ein Holzflock. Ich glaube, den brauchen wir für irgendwas. Wieder reinspringen. Ja, das ist eine Sorgenart. Musik des Balles, okay. Wie geht die denn? Ach, wo geht denn die Melodie des Balles? So, meine sagen, wie das geht. Hier sind keine Fackeln. Ah, scheiße. Oh!
Machen wir noch Fackeln. Hier muss man balancieren können. Okay, da ist weg der Runenstein. Ah, den brauche ich auch gar nicht. Anscheinend, okay. Ach, den heiligen Stein. Doch, einen roten Stein brauche ich doch, ja. Okay, da kommt mal der rote Stein drin. Abholen, abholen, abholen. Ui. Mal gucken, ob der mir was zu sagen hat. Jetzt, wo das Licht an ist. Von mir vielleicht die Melodie des Waldes sagt. Hallo, ich rede mit dir, du Arschloch. Okay, es brennen noch nicht alle Fackeln. Es sind noch nicht alle Fackeln. Okay. Waren hier bei den Typen noch Fackeln? Okay, nein, ich muss da tatsächlich die Musik des Waldes kennen. Oder vielleicht muss man da ja zu dieser einen Tussi hin, die uns halt die Musik des Waldes hat, weil die wohnt ja im Wald, so wie Link auch. Und vielleicht war das deswegen ein Hinweis von Navi. Könnte man von... Das werde ich auch versuchen. Wenn gar nichts anderes merke ich. Oder geben die Fackeln von oben gesehen jetzt vielleicht. Nee. Thank you.
Nein, ich will nicht im Shop schlagen, ich will mich umgucken. Okay. Yo, das waren alle Fackeln. Und komm. Nein, 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 nein. Ich will da reinspringen irgendwie. Naja, ich werde jetzt doch noch mal erstmal Pause machen. Und sage bis später. Ich habe jetzt gerade nicht mehr so die Lust weiter zu laufen. Aber weiter geht's dann im nächsten Part.